Jeder hat seine Lieblingsmomente von Christopher Walken, sei es der Monolog aus Pulp Fiction, das niederschmetternde Ende von The Deer Hunter oder das epische Video zu Weapon of Choice von Fatboy Slim. Er ist für sich genommen ein so unverwechselbarer Charakter, dass es fast so aussieht, als hätte er seinen Beruf daraus gemacht, sich selbst zu spielen. Aber ist er das? Hier ist die unerklärliche Wahrheit von Christopher Walken. I tell you this because as an artist I think you'll understand. Wissen Sie, wie Schauspieler wie Daniel Day-Lewis in eine Rolle eintauchen und auch außerhalb der Leinwand so lange in ihrer Rolle bleiben, bis der Film gedreht wird? Christopher Walken ist genau das Gegenteil. Wenn es darum geht, sich auf eine Rolle vorzubereiten, muss Walken sich lediglich seinen Text einprägen, was ihm an der Arbeit am wenigsten gefällt. Seine Herangehensweise an die Schauspielerei ist einfach. Er sagt, egal welchen Charakter ich spiele, ich bin es. Ich bin die einzige Person in meinem Leben, auf die ich mich beziehen kann. Nur eine Kleinigkeit, die Sie im Hinterkopf behalten sollten, wenn Sie ihn das nächste Mal auf der Leinwand sehen, wie er einen sadistischen Rachengel oder einen auferstandenen Reiter aus der Hölle spielt. Die Guardian-Reporterin Emma Brockes beschrieb Walken einmal als so aggressiv bescheiden, dass er scheinbar immun gegen Kritik sei. Und sie mag recht haben. Walken ist nicht selbstgefällig. Wenn ihn jemand nicht für eine Rolle haben möchte, ist der Schauspieler nicht beleidigt. Und wenn er eine Zeit lang nicht arbeitet, gerät er nicht in Panik. Tatsächlich nimmt er es an. If I'm not working, I don't leave the house. Letztendlich führt Walken seine lange Karriere im Showbusiness und das Fehlen eines Magengeschwürs darauf zurück, dass er sich nicht zu sehr angestrengt hat. Er beschreibt sich selbst als faul und wenn es um seine Arbeitsmoral geht, sagt er, ich jage nichts. Sogar Walken-Fans könnten von diesen wenigen bekannten Fakten überrascht sein. Zum einen ist er der Star des besten Step-Tanz-Strip-Teases, der jemals vor der Kamera gefilmt wurde. Und zweitens ist Walkens richtiger Name nicht wirklich Christopher, es ist Ronald, nach dem britischen Schauspieler der alten Schule Ronald Coleman. Christopher hingegen ist der Name, den ihm die belgische Schauspieltänzerin Monique Van Voren zufällig gegeben hat, als er als Ersatztänzer in ihrem Kabarett arbeitete. She tried out different names on me. One night she said, I'm gonna call you Christopher, and I said, you know, fine. Don't call me late to lunch. Walken mochte Christopher so sehr, dass sie ihn weiterhin beruflich nutzte. Seine Freunde und Familie nennen ihn jedoch immer noch Ronnie. 1981 ertrank die Schauspielerin Natalie Wood beim Segeln vor der kalifornischen Küste. Christopher Walken geriet unerwartet in eine der aufsehenerregendsten und mysteriösesten Unfälle in der Geschichte Hollywoods. Walken und Wood hatten damals gemeinsam einen Film gedreht und er war an diesem Abend zusammen mit ihrem Mann Robert Wagner auf der Yacht und genoss die von einigen Zeugen beschriebenen ziemlich laute Party. Der verheerende Unfall ist eine Tragödie, die Walken seitdem hinter sich lassen will. 1986 antwortete er auf die Frage eines Reporters über Wood, dass es sich ganz einfach um ein Gespräch handele, das ich nicht führen werde. Wow! Wow! Bitten Sie jemanden, eine Nachbildung von Christopher Walken zu machen und er wird die bekannte Angewohnheit des Schauspielers nachahmen, zufällige Wörter willkürlich zu betonen und an seltsamen Stellen innezuhalten. Aber das ist nicht nur eine Affektierung auf der Leinwand. Er spricht tatsächlich so. Walken führt seinen ungewöhnlichen Sprechstil darauf zurück, dass er in einem Viertel in Queens aufgewachsen ist, wo Englisch die Zweitsprache aller war und sagt, es ist eine Rhythmussache. Leute, die Englisch sprechen, müssen zögern und sich das richtige Wort ausdenken. Und ich denke, das hat abgefärbt. Walken ändert auch seine Skripte, um sie an sein Sprachmuster anzupassen, indem er Satzzeichen entfernt und Punkte durch Fragenzeichen ersetzt. Aber obwohl er einer der am häufigsten nachgeahmten Schauspieler Hollywoods ist, erkennt er seine Stimme immer noch nicht, wenn sie aus dem Mund eines anderen kommt. Also machen Sie sich nicht die Mühe, ihn mit Ihrem Christopher Walken-Eindruck zu beeindrucken. When people do that, I never know what they're doing. Im Jahr 2010 erschien Walken zu einem Interview mit The Independent und trug eine Jacke, die er 20 Jahre zuvor auf der Leinwand in The Comfort of Strangers getragen hatte. Und als jemand danach fragte, gab er freimütig zu, dass er nicht nur die Jacke aus der Tasche genommen hatte. Und es ist keine einmalige Sache. Er sagte, ich kaufe nie Kleidung. Wenn ich einen Film mache, ist meine gesamte Kleidung von diesem Filmset. Sie geben mir nichts. Ich stehle. Anscheinend eilte Walkens Ruf als Kleindiebstahl bereits an mindestens einem Filmset voraus. Als er in Batman Returns mitspielte, räumte die Bekleidungsabteilung seine Umkleidekabine aus, während er seine letzte Szene drehte, was bedeutete, dass er keine Kleidung mit nach Hause nehmen konnte. Obwohl Walken viele Charaktere spielte, die in ihren Albträumen genau zu Hause wären, hat er viele eigene Ängste, einschließlich Autofahren, Fliegen, Flughäfen im Allgemeinen und Pferde? Ja, es stimmt. Für Christopher Walken ist das Schrecklichste in dieser schrecklichen Szene aus Sleepy Hollow nicht der kopflose Reiter, sondern das Pferd, das in den wenigen Szenen, in denen Walken war, tatsächlich ein mechanisches Tier war, das mit CGI erweitert wurde, um als Pferd zu erscheinen. Wenn Christopher Walken nichts mehr verwirrt als ein Christopher Walken-Eindruck, dann nervt ihn nichts mehr, als einen solchen in einem Drehbuch zu sehen.
In einem Interview mit Rolling Stone gab der Schauspieler zu, dass er es hasse, wenn Autoren ein Drehbuch mit Blick auf ihn überarbeiten. Ein Prozess, den er Walkenizing nennt. Infolgedessen lehnt der Schauspieler viele Rollen ab, die er absichtlich seltsam findet. Obwohl das immer noch viel Raum für gesunde, organische Verrücktheiten wie diese lässt. Did you ever take a picture of your nose?